Hallo zusammen, heute zeige ich euch ein neues Video von mir. In diesem zeige ich euch mein Frühstücksrezept und das beinhaltet einen Skyr-Joghurt, Bananen, Haferflocken, Wasser und Proteinpulver. Und ihr denkt euch jetzt, was ist das denn? Kann das überhaupt schmecken? Oh ja, das kann's. Das mache ich mir sehr oft. Also ich esse das eigentlich jeden Tag. Und das Gute dabei ist, es ist sehr proteinreich, es hat genug Kohlenhydrate, Vitamine und man ist danach auch lange gesättigt und man hat nicht allzu schnell wieder einen Hunger. Also ich kann euch das Rezept einfach nur wärmstens empfehlen, wenn ihr gerade dabei seid, ein bisschen abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, da es echt sehr eiweißreich ist. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir gleich mal los. Um vorweg noch zu sagen, also es ist ein Shake, also am besten man hat einen Mixer oder irgendeinen Schneebesen oder whatever, damit man das Ganze klein pürieren kann. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. So, meine Freunde, also als erstes brauchen wir die Bananen. Ich stelle euch mal hier hin. Also als erstes, hier ist mein Mixer, wie ihr sehen könnt. Da packen wir jetzt die Bananen rein. Also einmal schälen, ein bisschen klein machen. Davon brauchen wir 2 Stück. Zack. So, haben wir die Bananen schon mal drin. Als nächstes nehmen wir den Skyr. Löffel nehmen. Und ich weiß nicht, ob ihr es seht, einfach rein damit. Zack. Und die Werte sage ich euch dann nachher noch. Damit, weil ich meine, einige interessiert sie oder einige haben schon mich gefragt, hey, kannst du nicht mal wenigstens sagen, wie viel Eiweiß drin ist, wie viel Kohlenhydrate und wie viel Fett. Genau. Also wir haben jetzt schon mal die Bananen drin, den Skyr. Und jetzt nehmen wir 2 Löffel vom Protein Schoko. Ihr könnt auch gerne was anderes nehmen, könnt Vanille nehmen, Erdbeer oder was ihr auch immer wollt. Super, jetzt habe ich gekleckert. Also ich nehme immer 2 Esslöffel davon. Gute 20 Gramm von dem Eiweißpulver. Und das rechne ich natürlich dann auch noch mit ein. So, als nächstes nehmen wir dann einen Schluck, also ich nehme einen Schluck Mineralwasser, ihr könnt stilles Wasser nehmen, ihr könnt auch Milch hernehmen, wie ihr wollt. Ich bin halt gerade auf Diät und da gibt es keine Milch, also so gut wie keine Milch mehr, weil das verdickt in dem Sinne die Haut oder das Hautbild. Und yes, dann starten wir das Ganze mal. So, jetzt haben wir den Part schon mal durchgemischt. Weil das Problem ist, also früher habe ich es nämlich so gemacht, Leute. Ich habe immer alles reingeschmissen und dann angeschmissen und dann ist mir immer der Mixer halb verreckt. Wisst ihr, der überhitzt dann und dann macht er gar nichts mehr. Dann musst du warten und am Ende musst du das ganze Zeug rauskratzen. Und das ist einfach, Alter, da flippt ihr einfach aus, glaubt's mir. Von den Haferflocken, die jetzt reinkommen, also ich tue die immer nach und nach rein. Also ich tue da immer so schätzungsweise 100 bis 150 Gramm rein, weil ich bin kein Fan von Wiegen und so weiter. Aber ich schaue halt immer, dass die Konsistenz dann herpasst und genau, also so um die Pi mal Daumen 100 bis 150 Gramm. So, meine Freunde, der Shake ist durch und so sieht das Ganze dann aus. Babam. So, meine Freunde, der Shake ist fertig und ihr seht von der Konsistenz her, er ist schon fast zu fest geworden, weil ich jetzt noch kurz was machen musste, aber es geht noch. Also, wie gesagt, soll einfach nicht zu fest werden, dann kratzt ihr das Ganze hier raus und ihr könnt im Nachhinein immer noch ein bisschen Wasser oder Milch hinzugeben, das umrühren und dann ist das Ganze auch wieder flüssiger. Das wäre dann einmal der Shake. Also es geht schon noch, er ist jetzt nicht so fest geworden. Und ja, jetzt würde ich mal sagen, gehen wir noch auf die Werte ein. Und die können wir jetzt mal schnell ausrechnen. Mal schauen, ob ich das im Kopf hinbekomme. Ich weiß gar nicht, ob man mich jetzt so sieht. Einfach mal so. Ja, wird schon klappen. Fangen wir doch einfach mal mit den Bananen an. Also Bananen haben um die 20 Gramm Kohlenhydrate pro Banane. Also du hast schon mal 40 Gramm Kohlenhydrate durch die Bananen.
Dann sagen wir einfach mal, im Durchschnitt werden jetzt so 125 Gramm Haferflocken reingetan. Da haben wir dann auch nochmal, also 100 Gramm enthalten 56 Gramm Kohlenhydrate. Das heißt, plus die 40 Gramm sind wir bei 100 Gramm Kohlenhydrate. Und es kann halt sein, weil die Banane ist auch nicht ganz groß. Vielleicht haben die auch nur 15 Gramm. Weil, ja, man kann auch nicht sagen. Also kann man sagen, insgesamt, wenn wir jetzt 125 Gramm Haferflocken drin haben, plus die Bananen, sind wir so bei grob, also so 110 Gramm Kohlenhydrate haben wir da jetzt drin. Yes, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Wir haben jetzt ungefähr 300 Gramm Skier reingetan. Da sind auch nochmal 12 Gramm Kohlenhydrate, aber die rechne ich jetzt mal nicht dazu, weil das relativ wenig ist. Eiweiß haben wir dadurch 33 Gramm, 16, 17 Gramm durch die Haferflocken plus 33 sind wir bei 49. Durch 16 Gramm Eiweiß nochmal durchs Proteinpulver plus die 49 sind wir bei 65 Gramm Eiweiß. Doch allein in diesem Shake drin 65 Gramm Eiweiß habt ihr dadurch schon gedeckt. Und ich sage mal, das allein noch eine Mahlzeit, weil dann könnt ihr euch vorstellen, kommt ihr locker an einem Tag auf eure 150 Gramm Eiweiß, indem ihr einfach noch, weiß ich, zwei, drei andere Mahlzeiten zu euch führt und das reicht ja dann normalerweise im Durchschnitt auch. Also für Sportler, also für Nichtsportler würde ich das eh nicht empfehlen, so viel Eiweiß zu sich zu führen. Also da reichen dann auch die vorgeschriebenen 60 Gramm Eiweiß am Tag oder 80 Gramm. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie hoch das ist, aber yes, gut. Jetzt schauen wir doch mal. Wie viel Fett? Also 0,2 Gramm, also sagen wir einfach 0. Oder 1 Gramm Fett insgesamt dadurch, gell? 1 Gramm Fett, 100 Gramm Kölnflocken haben 6,7 Gramm Fett. Also können wir sagen, sind wir bei 7 bis 9 Gramm Fett bis jetzt. Hier haben 4,5 Gramm Fett auf 100 Gramm. Können wir sagen, wir halt auch 1 Gramm. Also du kannst sagen, insgesamt da drin, Leute, sind 10 Gramm Fett vielleicht, höchstens. Und das ist nada. Das ist ja nichts. 10 Gramm Fett müsst ihr euch vorstellen, das sind 90 Kalorien. Also, ja, es ist jetzt nicht der Rede wert. Also insgesamt, der Shake an sich, grob geschätzt, würde ich jetzt sagen, allein, wenn ihr einfach mal das Eiweiß rechnet. Also, wenn wir sagen, der ganze Shake hat so 110 Gramm Kohlenhydrate mal 4, sind wir bei 440 bis 500 Kilokalorien. Dann nochmal 65, da sind wir dann bei, also 65, also Eiweiß und Kohlenhydrate haben wir dieselben, also pro Gramm dieselbe Kalorienanzahl. Und wenn wir dann 65 mal 4 rechnen, sind wir bei 130, bei 260. Und da könnt ihr sehen, also der Shake hat unter 1000 Kilokalorien. Also bei, ich würde mal so einpendeln bei, warte, noch mal kurz überlegen, jetzt kann ich mal anfangen. 440. Ja, bei so 700, 800 Kilokalorien oder sogar 700, 800 bis allerhöchstens 900 Kilokalorien. Aber ihr habt halt echt schon extrem viel drin und er sättigt ja auch sehr lange. Also, ich empfehle es euch. Und falls euch das Video gefallen hat, gebt mir noch einen Daumen nach oben und wir sehen uns das nächste Mal, euer Roman und ciao.